Nachdem wir uns ausführlich damit befasst haben, was denn wohl so Demokratie ist und welche Formen von Demokratie es gibt und was Voraussetzungen von Demokratie wären, sind wir jetzt dabei, Demokratie einzuordnen in den Gesamtzusammenhang von politischen Systemen, was sie denn so leisten, was sie nicht leisten. Und wir sind dabei, uns vor Augen zu führen, was den Systemvergleich uns darüber lehren, welche Probleme Demokratie zu lösen vermag. Na, was ist jetzt passiert? Da müssen Sie einen Schnitt machen, denn es ging nicht reibungslos weiter. Wir sind also dabei, uns klarzumachen, welche Probleme denn Demokratie lösen kann. Das erste Problem, das viele Staaten haben, ist, dass meistens Regierung und politisches System zusammengedacht werden. Wenn ich den König loswerden will, ja, dann muss ich die Monarchie stürzen. Wenn ich den nordkoreanischen Diktator loswerden will, ja, dann muss ich das System der Diktatur stürzen. Und das sind natürlich ganz gewaltige Herausforderungen. In der Demokratie ist es kindisch einfach. Wenn man nicht mehr zufrieden ist mit der Regierung oder dem Staatspräsidenten, ja, dann wählt man ihn ab. Und der nächste Wahltermin ist klar, wann er kommt. Den hat auch Trump, glaube ich, im Kopf. Und in einem vernünftigen Staat ist es klar, dass die Wahlen fair und offen sind und dass die Stimmen korrekt ausgezählt werden. Das heißt, in Demokratien ist es überhaupt kein Problem, zu trennen zwischen dem Staat, den man gerne möchte, der aber leider Gottes von den Falschen regiert wird, und der Regierung, die leider Gottes die falsche ist, aber mit dem Staat ist eigentlich alles richtig. Diese Unterscheidung ist im England des 18. Jahrhunderts populär geworden und ist uns heute so selbstverständlich, dass wir gar nicht begreifen, einen wie revolutionären Wandel in der Geschichte des Regierens und des Nachdenkens über das Regieren diese Unterscheidung zwischen Constitution und Government ermöglicht und gebracht hat. Demokratie legt dem großen Leviathan Ketten an. Die typischen Ketten, die wir auf den ersten Blick immer vor Augen haben, ist die Rechtsstaatlichkeit. Auch der Diktator kann nicht tun, was er will, er muss sich an vorgängige Gesetze halten. Der Monarch im monarchischen Europa muss sich an die grundlegenden Gesetze des Königreiches halten, muss sich auch an göttliche Gebote ein großes Stück weit halten. Dann wissen wir um Gewaltenteilung, die eine Gewalt kontrolliert die andere. Längst bevor es Demokratie gab, gab es machtvolle Ständeversammlungen in Europa, über die sich der Monarch nicht einfach wegsetzen konnte, bei denen er um Geld einzukommen hatte. Aber der Abschluss dieser ganzen Bindungen des Staates als des großen Leviathan ist tatsächlich praktizierte Demokratie, also die Einfügung von Institutionen, die dafür sorgen, dass der Inhaber der Regierungsmacht sich nicht allzu weit oder nicht allzu lange von dem entfernen können, was die Bevölkerung zu akzeptieren bereit ist. Und das geschieht eben über periodische freie Wahlen. Demokratie, weil ja basierend auf Meinungsfreiheit, Organisationsfreiheit und so weiter, sie sichert wirklich Freiheit. Und wenn in einer Demokratie auch Minderheitenschutz wirkungsvoll implementiert ist, dass also eine noch so große Mehrheit sich nicht über Menschenrechte, über verfassungsmäßig garantierte Minderheitenrechte hinwegsetzen darf, dann ist das wirklich ein verlässlicher Freiheitsschutz. Demokratie und Gleichheit ist ein wesentlich komplexeres Thema, denn eines Teils ist dort, wo Freiheit ist, natürlich auch die Freiheit zur Differenzbildung da. Wer eben besser Geige spielen will als ein anderer, der ist so frei, dass er mehr üben kann als ein anderer. Wem es im Leben auf viel Geld ankommt, der ist so frei, einen Beruf zu erlernen, wo er etwa als internationaler Manager bei Goldman Sachs doch etwas mehr Geld verdient als eine Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger. Das heißt, die Nutzung der Freiheit führt zur Ungleichheit. Und ohne die Freiheit einzuschränken, wird man viele Formen von Ungleichheit gar nicht beseitigen können. Andernteils leuchtet es unglaublich vielen Menschen ein, dass sich Gleichheit nicht nur in Rechtsgleichheit erschöpfen darf, dass irgendwas mit einer Gesellschaft schiefläuft, wenn alle das gleiche Recht haben, nach Lust und Laune in Palästen oder unter Brücken zu schlafen. Es gibt manche Leute, die können sich keinen Palast leisten.
Für die besteht die einzige Möglichkeit im Nächtigen als Obdachloser. Und dass dann der Verweis auf die Rechtsgleichheit nicht weiterführt, leuchtet den allermeisten Menschen ein. Sodass in einer Demokratie mit den ganzen Freiheitsmöglichkeiten sich sehr leicht ein Diskurs entwickeln kann, wo auf Ungerechtigkeit hingewiesen und wo das Instrumentarium des Staates genutzt werden kann, um auf die Beseitigung von Ungleichheit hinzuwirken. Auf die Beseitigung von Chancengleichheit oder von Chancenungleichheit besser gesagt, auf die Beseitigung von biografischen Ungleichheiten, auf die Beseitigung auch ökonomischer Ungleichheiten, etwa durch ein umfangreiches staatliches Transfersystem bis hin zur Vorstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens für jedermann. Es sichert, und damit endeten wir wohl das letzte Mal, Demokratie sehr wirkungsvoll den Glauben daran, dass ein politisches System zu Recht bestünde, eines Teils, weil man ja Leute, die falsch regieren oder durch ihr Regieren Ergebnisse zeitigen, die den meisten Leuten als nicht richtig erscheinen, dass man also die Regierenden ablösen kann, sodass nach einer bestimmten Zeit genau die Leute regieren, die in einem konsentierten Verfahren an die Macht gelangt sind. Bislang bezweifeln etwa zwar viele Menschen die Geisteskraft des amerikanischen Präsidenten, aber kaum einer bezweifelt bislang, dass er auf legitime Weise ins Amt gekommen ist, was sich erst ändern würde, wenn sichtbar würde, dass die Wahlen durch Tätigkeiten russischer Regierungsorganisationen manipuliert worden sind. An der Legitimität wird nicht gezweifelt, an der Richtigkeit der Politik sehr wohl. Aber es geht hier ja um die Legitimität des Systems und dann beißt man eben in Demokratien einige Jahre lang die Zähne zusammen und sagt, naja, die 2 Jahre oder das eine Jahr oder die 3 Jahre bis zur nächsten Wahl, die halten wir gerade auch noch aus. Mit kritischen Medien und der Nutzung des Rechtsstaates, wenn die Regierung übergriffig würde. Spätestens bei der nächsten Wahl werden wir ihn von der Macht gewählt haben. Was dann wahrscheinlich geht, wenn er wirklich nichts taugt. Und folglich kann man den Glauben an die Richtigkeit des Systems, daran, dass das System zu Recht besteht, aufrechterhalten. Und obendrein haben Demokratien, weil sie eben auf Freiheit beruhen, zu denen auch die Freiheit des Sich-Organisierens gehört, haben Demokratien typischerweise Institutionen wie politische Parteien, wie Massenorganisationen, wie zivilgesellschaftliche Vereinigungen. Und zumindest die Parteien als die Ausübungsorganisationen politischer Macht kann man von der Macht vertreiben, indem man das Wahlkreuz eben nicht bei ihrer Liste macht. Auf die Weise sind manche Parteien aus den Parlamenten verschwunden, manche haben sich sogar aufgelöst und manche erfreuen sich der politischen Macht. Das heißt, Demokratie als Staatsform ist vermittelt in die Gesellschaft hinein, also derer, die das System akzeptieren oder nicht, über Pufferinstitutionen. Die wichtigste Pufferinstitution sind die politischen Parteien, an denen lässt man als Bürger sämtlichen Unmut ab. Ohnehin an den gegnerischen Parteien, die sind natürlich immer schlechter als die Partei, die einem selber sympathisch ist, aber häufig auch an der eigenen Partei. Mein Gott, wenn diese Partei anders wäre, wie toll wäre es in ihr, jetzt bin ich in ihr in innerer Emigration oder ich bin nicht einmal Parteimitglied, sondern ich bin eigentlich ein treuer Wähler einer Partei und sie ärgert mich und es kostet mich immer wieder Überwindung, trotzdem das Wahlkreuz dort zu machen. Aber ich lasse meinen Unmut an der Partei aus, nicht am Staat. Darum hat es auch seinen tieferen Grund, dass wann immer das Vertrauen zu politischen Institutionen abgefragt wird, die Parteien sehr, sehr weit unten in der Vertrauensskala stehen. Alle jene politischen oder staatlichen Institutionen, die mit Parteien zu tun haben, von Parteien getragen werden, wie Parlamente und Regierungen, auch sehr weit unten stehen in der Vertrauensskala. Dass aber politische Institutionen, die nichts mit Parteien zu tun haben oder relativ wenig mit ihnen zu tun haben, wie Gerichte, wie die Verwaltung oder wie die Polizei, sehr weit oben stehen. Weil die Parteien, ich wiederhole es, der Puffer sind, an denen der Bürger seinen Unmut auslässt, der folglich nicht den Staat, sondern die jeweils den Staat tragenden oder betreibenden oder regierenden Parteien trifft. Und das ist gut so. Demokratie ist ein System, bei dem man immer Mehrheiten braucht, um etwas erreichen zu können, um eine Volksabstimmung ansetzen zu können, um eine Partei ins Parlament zu bringen, um eine Wahl gewinnen zu können oder um als Interessenverband eine Partei davon zu überzeugen, dass ein bestimmtes Gesetz nicht oder anders als ursprünglich geplant durchs Parlament bringt, weil man für alles
dieses immer Mehrheiten braucht, lernen Leute ziemlich schnell den Kern des politischen Spiels. Und der Kern des politischen Spiels besteht darin, dass man individuelle Präferenzen und individuelle oder kollektive Interessen bündelt. Dass man immer wieder Leute zusammenführt oder Gruppen zusammenführt, die was Ähnliches wollen, indem man argumentiert, gemeinsam sind wir stärker als jeder von uns allein. Und dass man diese Gemeinsamkeit dann auch aufrechterhält und in Konflikte mit Anderswollenden einbringt. Man gewinnt genau dann, wenn man selbst die stärkere Mannschaft ist, wozu ab und zu auch die Größe der Mannschaft gehört. Nachdem aber eine Grundaufgabe von Staatlichkeit darin besteht, aus vielen unterschiedliches wollenden Einzelnen eine politische Gemeinschaft zu machen, in der Sprache des 18. Jahrhunderts, einen Body Politic, ist genau dieses Bündeln von individuellen Präferenzen und Interessen der Kern der Verfestigung gesellschaftlicher Strukturen. Und Demokratie, genau durch den für sie typischen Mechanismus, dass man Mehrheiten gewinnen muss, bringt jeden, der halbwegs rational agiert, genau dazu, auf dieses Bündelungswerk von individuellen Präferenzen und Interessen hinzuwirken. Nächstens ist es so, dass eine Demokratie lernfähiger ist als alternative politische Systeme. Wenn ich am Wahltag gewinnen will, kann ich nicht einfach ignorieren, was die Leute wollen, denn sonst wählen sie mich ab. Wenn ich im Wahlkampf glaubwürdig auftreten will, dann kann ich nicht in den 2 Jahren vor dem Wahlkampf irgendetwas machen. Ich muss etwas machen, was mit meinem Markenkern als Person oder als Partei zusammenhängt. Das heißt, ich bin auch nach errungener politischer Macht nicht frei zu tun, was ich will. Ich muss mich im Kegel oder im Kanal dessen bewegen, was meine prospektiven Wähler von mir zu akzeptieren bereit sind. Die Rückbindung an die Wähler zwingt mich zum Lernen. Denn wenn die Wähler plötzlich oder im Laufe der Zeit andere Interessen und Präferenzen haben, dann geht das an mir als einer, der ich von deren Stimmen abhänge, nicht spurlos vorüber. Aber mehr noch, zu einem freien Staat gehört Organisationsfreiheit, politische Freiheit, Meinungsfreiheit, Diskussionsfreiheit. Es gehört kurzum Opposition dazu. Opposition sind jene, die eine alternative Politik wollen, die alternative politische Führer wollen, die alternative politische Inhalte wollen. Die kann ich in einer Demokratie nicht unterdrücken, die sind da. Und wenn die Opposition etwas Überzeugendes vorzubringen hat, dann schade ich mir selbst, wenn ich nicht darauf höre. Das heißt, die Existenz von Opposition zwingt den Konkurrenten von Opposition, inklusive den Inhabern von Regierungsmacht, lernen selbst dann auf, wenn sie lieber nichts dazu lernten, weil sie die Welt für völlig in Ordnung halten. Musterbeispiel ist das Aufkommen von Protestparteien. In Deutschland haben wir in den letzten Jahren einen solchen Fall erlebt. Es sagt eine Zeit lang die politische Klasse, ja, mit der Sicherung des Euro gibt es nicht das mindeste Problem. Wenn der Euro da ist, gibt es einen Stabilitätspakt und das Ganze wird mindestens so solide wie die D-Mark werden, wahrscheinlich noch viel besser. Mit Einwanderung gibt es nicht das mindeste Problem. Es kommen ohnehin nur jene zu uns, die zu Hause verfolgt sind. Darum werden sie bei uns ganz dankbar und friedlich sein. Wer tatsächlich vertrieben wird, das sind besser qualifizierte Ärzte, Ingenieure. Die sind wertvoller als Gold, wenn sie in unsere Gesellschaft kommen. Tja, und das wird vertreten. Und dann sagen manche Leute, Moment, deckt sich das nun eigentlich vollständig mit meinen eigenen Erfahrungen? Mit dem, was ich erlebe? Oh, ist die Wirklichkeit vielleicht anders, als die politische Klasse im Verbund mit der medialen Klasse mir die Wirklichkeit schildert? Aha, glauben wir nicht. Was machen wir? Ja, wir demonstrieren, wir protestieren, wir gründen eine Partei, wir verschieben die Achse einer Partei, wie es die AfD im Sommer 2015 getan hat. Und wenn diese Partei oder diese von der Bevölkerung ausgehende Bewegung hinlänglich viele Unterstützer findet, und diese Partei dann in Parlamente einzieht, in manche vielleicht sogar mit 20-25% der Stimmen und zur oppositionsführenden Partei wird, dann fangen in der Regel die etablierten Parteien an, sich zu überlegen, ja Moment, steckt hinter diesem Parteiaufschwung wirklich nur Illusion, Dummheit, Rassismus, Faschismus? Oder gibt es doch reale Probleme, zu deren Sprachrohr sich eine Partei macht? Aha, scheint's doch. Wollen wir diese Partei stark haben,
weiter sich stärken lassen? Nö, denn sie nehmen unsere Parlamentsmandate weg und bringen uns um unsere Mehrheitsfähigkeit. Was machen wir also? Ach, wir nehmen die Sorgen vielleicht ernst der Leute, welche diese Partei wählen. Jene Sorgen, die wir davor ridikulisiert und ignoriert haben. Aha, wenn wir die Sorgen also ernst nehmen und die Probleme, von denen die Leute bislang glaubten, die etablierten politischen Parteien würden sich um sie nicht kümmern, wenn wir die ernst nehmen und folglich Politikveränderungen machen, sei es nur symbolische, dass die Leute glauben, wir würden was verändern, sei es reale Änderungen, deren Spuren die Menschen dann auch in ihrem Alltag empfinden, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht wieder Wähler, die wir in eine Protestpartei verloren haben, zu uns zurückgewinnen könnten. Oder wenn wir nicht zumindest das ständige Wachstum der Protestpartei stoppen könnten, dass im Grunde machtpolitisch alles beim Alten bleibt, weil die Leute keinen Grund mehr haben, uns von den Krippen der Macht zu vertreiben, weil sie, warum auch immer, der Meinung sind, wir würden ihre Interessen nicht angemessen vertreten. Das heißt, das Aufkommen oder die Möglichkeit des Aufkommens von Protestparteien, der Betätigung von Opposition, zwingt etablierten politischen Parteien selbst dort lernen auf, wo sie es am liebsten nicht unternehmen, weil ihnen die Lektionen gar nicht passen. Das deutsche Regierungssystem in den Jahren seit dem Aufkommen von Pegida und AfD mit einer mindestens 160-Grad-Kehrtwendung der Regierungspolitik in Sachen Einwanderung und Integration ist ein schönes Beispiel dafür, wie das funktioniert. Nun kann man sagen, das ist ja ganz furchtbar, dass Protestparteien auftauchen. Na ja, das kann auch ganz furchtbar sein. Das kann viele Kollateralschäden haben. Aber unterm Strich zählt doch nur, ob ein politisches System so lernfähig ist, dass es das politische Problem, Probleme, die entstehen, so lösen kann, dass die staatliche Handlungsfähigkeit, dass das Gemeinschaftsgefühl der Bürger, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gefährdet wird. Und auf die Weise zwingt Opposition, die sich frei entfalten kann, den Machthabenden Lernen auf. Und das ist ganz herrlich. Könnte man davon ausgehen, dass der Satz stimmt, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Und die Regierenden werden ja selbst alle Probleme erkennen und rechtzeitig lösen, bräuchte es Opposition nicht. Weil es aber keinen guten Grund gibt, sich darauf zu verlassen, dass alle Regierenden auf der Höhe der Problemlagen sind, ist es gut, Opposition zu haben. Gorbatschow sagte das einmal, als er noch an der Macht und in seinen Reformkämpfen befangen war. Er sagte einmal, ich glaube, zum amerikanischen Präsidenten: Du musst verstehen, dass für uns Kommunisten in der Sowjetunion das Regieren besonders schwierig ist. Denn wir müssen Regierung und Opposition gleichzeitig sein. Ihr habt wenigstens eine Opposition, auf die ihr hören könnt. Wir müssen das selbst sein und ich muss den ganzen Laden trotzdem zusammenhalten, was ihm dann auch nicht gelungen ist. Bitte. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, wenn wir keine vernünftige Integrationspolitik betreiben, wir irgendwann muslimische Parteien haben werden, wo entlang von religiösen und oder ethnischen Zusammengehörigkeitsempfindungen sich politisch betätigt wird. Ich halte das aber nicht für wünschenswert, weil dann eine Gesellschaft entlang von ethnischen und kulturellen Grenzen zerfällt. Wobei es eigentlich wichtig wäre, diese Grenzen zu überwinden. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum sich ein muslimischer Deutscher in erster Linie als Muslim und nicht in erster Linie als Deutscher empfinden soll. Wir haben auch im Unterschied zu früher keine katholischen Parteien mehr, im Unterschied zu protestantischen Parteien. Und empfinden das eigentlich als einen großen Fortschritt. Bitte. Eine CDU, die sich in erster Linie als Partei von Christen versteht, hat keine Zukunft und in den neuen Bundesländern schon gleich gar nicht, weil Christen dort ohnehin nur ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen und damit gewinnt man keine Mehrheit.
Ja, solange das die Wähler nicht bestrafen, wird man an solchen Positionen festhalten. Sobald Wähler das bestrafen, wird man diese Positionen räumen, wie in Sachen Atomenergie, Wehrpflicht und so weiter. Und an all diesen Beispielen sehen Sie, wie Demokratie funktioniert. Wenn es gesellschaftliche Probleme gibt, die zu lösen etablierte Parteien nicht willens sind, weil sie an veralteten Positionen festhalten, dann führt der Verlust politischer Macht durch das Aufkommen von bisheriger Opposition ziemlich untrüglich dazu, dass alte Positionen verlassen werden oder jene, die sich an veralteten Positionen festhalten, von der Macht vertrieben werden und eines Tages aus dem Parlament verschwinden. Wie die agrarkonservativen Parteien, die in Deutschland im späten 19. Jahrhundert unglaublich mächtig waren. Also, Demokratie macht politische Systeme lernfähiger und es ist gerade Opposition, die ein System lernfähiger macht. Viele Leute sind der irrtümlichen Annahme, bei der Demokratie komme es auf die Mehrheitsherrschaft an, darauf, dass der Wille des Volkes getan wird. Das ist eine völlig krumme Denkungsweise. Bei Demokratie kommt es darauf an, dass möglichst viele Blumen blühen, dass möglichst viele Leute ihre divergierenden Sichtweisen und Interessen vertreten, dass sie auf Mehrheitsbildung ausgehen und dass das System in fairer Weise funktioniert, also nur das auch am Wahltag mehrheitsfähig wird, was tatsächlich von einer Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird. Achtung, ob das, was von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird, inhaltlich richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Mehrheit ist nur Mehrheit. Mehrheit ist nicht Wahrheit, was immer Wahrheit in diesem Kontext meinen mag. Eine Frage ist noch da und dann gehen wir weiter. Große Koalitionen sind keine sehr erwünschten Tatbestände. Zur Zeit von großen Koalitionen tauchen immer wieder Repräsentationslücken auf, in denen Protestparteien entstehen. Und irgendwann werden entweder die Anhänger von Protestparteien der gesamten etablierten politischen Klasse überdrüssig und benennen sich selbst als eine Antisystem- oder Antiparteienpartei, wie einst die Grünen und heute die AfD. Oder die Teilnehmer einer großen Koalition merken, dass es an ihren Rändern ausfasert und fangen selbst an zu sagen, das ist eigentlich nicht das, was wir uns wünschen. Infolgedessen wäre es gar nicht schlecht, wenn nach der nächsten Bundestagswahl keine große Koalition mehr geschlossen würde. Weiterhin ist es so, dass Demokratie, weil auf Freiheit beruhend, auf Freiheit der Selbstorganisation beruhend, dass die Demokratie das in der Gesellschaft verfügbare Sozialkapital, also Netzwerke, die gebaut werden, Systeme wechselseitigen Gebens und Nehmens, die einfach da sind, dass also in einem solchen Staatswesen das, was Gesellschaft an Selbstorganisation leistet, an zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation, dass eine Demokratie das sozusagen eins zu eins übernehmen kann. Politische Parteien ankern in der Gesellschaft mit ihrem Sozialkapital. Man zapft das Sozialkapital an. In der Gesellschaft angesehene Leute werden im Idealfall von bestehenden politischen Parteien angezogen, in ihnen gefördert. Und vor allen Dingen ist es so, dass nicht nur jenes Sozialkapital in einer Demokratie als wünschenswert behandelt wird, dass der Regierung willkommen ist und keine Schere reinmacht. Gerade das oppositionelle Sozialkapital ist wichtig, die Ressourcen der Zivilgesellschaft gegen Regierungspolitik aufzustehen, zu demonstrieren, Aktivitätsgruppen zu bilden, symbolische Aktionen zu machen, sich mit Parteien zu verbünden. Gerade das oppositionelle Sozialkapital muss anders als in Diktaturen nicht klein gehalten, ausgedünnt, eingedämmt werden. Gerade im oppositionellen Sozialkapital liegen die Lernressourcen für die Zukunft. Und das ist eigentlich die bestmögliche Weise, wie man mit dem umgehen kann, was Menschen von sich aus zustande bringen. Der nächste Punkt ist der, dass Demokratien wirkungsvolles politisches Führungspersonal bereitstellen. Ja, ist denn das wirklich so? Ist der Trump ein wirkungsvoller politischer Führer oder die Theresa May in England? Oder waren Hollande und Sarkozy wirkungsvolle politische Führer? Und wenn wir gar erst auf unsere deutschen Politiker gucken, mein Gott, keiner hat den durchschnittlichen Intelligenzkoeffizienten eines französischen ENA-Absolventen. Keiner hat das Geld von Trump.
Ist das wirklich dann eine richtige Aussage? Naja, was ist denn das, was in einer Demokratie ein Führer können muss? Er muss Leute um sich versammeln können. Er muss Mehrheiten basierend auf Kompromissen bilden können. Er muss in Wahlkämpfen Leuten erklären können, warum man seine Partei oder ihn selbst wählen soll. Und damit das gut geht im Laufe der Zeit, muss er politische Erfahrungen sammeln. Er muss ja verschiedenen politischen Positionen bewährt haben, anders als der jetzige amerikanische Präsident. In einer Demokratie funktioniert der Aufstieg in der Regel nicht so, dass ich der Sohn des Staatschefs bin und folglich werde ich von ihm protegiert und werde eines Tages selbst Staatschef. So funktioniert das in vielen autoritären Diktaturen. In einer Demokratie erlange ich die Spitzenstellung nicht dadurch, dass ich mich in der Armee hochdiene und als Oberst oder General einen Militärputsch organisiere. In einer Demokratie komme ich an die politische Macht dann, wenn ich im politischen System mit starken Parteien in Parteien meinen Aufstieg nehme. Das heißt, im Laufe einer längeren Biografie Leute für mich als ihren Leitwolf begeistere. Und dort, wo es keine starken Parteien gibt, gilt das alles umso mehr. Sie müssen Geldgeber für sich einnehmen. Sie müssen Journalisten auf ihre Seite ziehen. Und dann können Sie so erratische Karrieren wie der derzeitige amerikanische Präsident auch machen. Aber wenn es den Filter starker Parteien gibt, einer starken Zivilgesellschaft, einer kritischen Öffentlichkeit, die sich nicht jede Dummheit von Politikern gefallen lässt, bloß weil sie irgendjemanden in seine Vorurteilsstruktur hineinpasst. In einer gut organisierten Demokratie scheiden viele Leute durchaus aus, bevor sie an die Spitze gelangt sind. Manche haben den Eindruck, das will ich gar nicht investieren, ich will meine Familie nicht ruinieren, bloß um Spitzenpolitiker zu werden. Oder ich ruiniere gerne meine Familie oder meine Ehe zumindest, aber so die ruchlose Härte, einen anderen politisch kalt zu stellen, bloß weil ich Ministerpräsident werden will, der eher schon die ganze Zeit gewesen ist und eigentlich auch bei der letzten Wahl gut abgeschnitten hat, das will ich nicht. Die scheiden aus. Aber Alpha-Typen, den jungen Jahren an den Toren von Kanzlerämtern rütteln und sagen, ich will hinein. Oder lange Lümmel mit Pfeife im Maul, die in der Pfalz der Schrecken der eigenen Partei sind und trotz allgemeiner Verachtung die erfolgreichsten Parteiführung Kanzler der neueren Geschichte dieses Landes geworden sind. Solche Typen kriegt man. Auch wenn sie nach außen nicht den Glanz verbreiten, den manche andere, insbesondere französische Führer, zu verbreiten vermögen. Es ist doch ein solides Maß an Kenntnis, an Menschenfischertum, an Härte, an Organisationsfähigkeit und an politischer Erfahrung, das in Demokratien auf die Führungspositionen gelangt. In der Regel hat man keine Operettentypen. In schlecht funktionierenden populistischen Demokratien ja, aber das ist ja nicht der Bereich, der uns in erster Linie interessiert. Und obendrein, in etablierten Demokratien weiß man, wann ist der nächste Wahltag, unter welchen Umständen wird man eine Partei, welche Faktoren prägen in diesem Land den Wahlerfolg, welche Rolle spielen wirtschaftliche Entwicklungen, was ist die Rechtslage, welche Veränderungen der Rechtslage kann man hinbekommen, was muss man rechtlich nicht erwarten, was kann man ausschließen, was kann man wirtschaftspolitisch ausschließen in diesem Land. Kurzum, es ist Stabilität da, natürlich ändert sich alles, aber nicht zu viel. Wenn sich vieles ändert, ist der Wandel nicht sehr tiefgehend. Wenn es tiefgehenden Wandel gibt, umfasst er meistens nicht die gesamte Gesellschaft. Kurzum, Demokratien mit ihren schwerfälligen Mechanismen, mit Gewaltenkontrolle und so weiter, sie machen das Handeln berechenbar, seitens der Gesellschaft und auch seitens der Politiker. Schauen Sie, in einer Demokratie, wo ich jetzt ein paar Jahre lang Ministerpräsident gewesen bin, und jetzt meine, ich könnte eine Wahlniederlage erleiden. Ja, mein Gott, worauf muss ich mich einstellen? Ja, dass ich keinen Dienstwagen mehr habe, dass ich von meinem Job als Parteivorsitzender zurücktreten muss, dass ich im Parlament aus Schicklichkeitsgründen mich in so nebensächliche Ausschüsse wie den Petitionsausschuss hineinsetze und meine letzten 4 Jahre in der Politik ausklingen lasse. Na gut, das ist für mich natürlich unangenehm. Ich wäre noch gerne 4 weitere Jahre lang Regierungschef geblieben. Aber ist es wirklich eine schreckliche Lebensperspektive? Ist es etwas, wogegen alles in mir revoltieren muss? Nein, ich muss an der Macht bleiben um jeden Preis, denn sonst, ja sonst was? In Diktaturen
Oder in so hybriden Regimen kann es schon passieren, dass ich als gestürzter Regierungschef mich dann plötzlich Korruptionsklagen gegenüber sehe, auf lange Zeit zumindest zur Untersuchungshaft in den Knast muss. Und weil ich das alles weiß und weil ich auf dem Weg zur Macht auch korrupte und illegale Methoden verwenden musste, weil das System einfach unfair ist und nicht fair wie in einer etablierten Demokratie, dort, wo ich also weiß, ich werde bestraft, wie der südafrikanische Präsident derzeit, ja, da klammere ich mich an die Macht. Und folglich werden alle Vorteile von Demokratie, die im Wechsel des Führungspersonals bestehen, in der Trennung von Constitution und Government, nicht realisiert werden können. Dort wird das Verhalten erratisch. In einer etablierten Demokratie weiß ich, was ich selbst vom geschlagenen Politiker zu erwarten habe. Nämlich auch nichts Besonderes. Und das macht das Leben angenehm berechenbar. Es gibt also viele Gründe, eine Demokratie haben und, wenn man sie hat, bewahren zu wollen. Es wäre das Bild aber ganz unvollständig, wenn man sich nicht klar machen würde, dass Demokratie auch jede Menge von Problemen verursacht. Das ist also mit der Demokratie ist wie mit allem auf der Welt. Wenn man etwas will, muss man dafür bezahlen. Das erste Problem von Demokratie ist, dass sie oszilliert zwischen der Tyrannei der Mehrheit, etwa in einem Wahlsystem wie dem englischen, kann man in kurzer Frist radikale Politikwechsel machen. Wer die Mehrheit hat, der regiert durch. Oder wenn man das nicht will, baut man ein System von Gegengewichten und Kontrollinstitutionen auf. Ja, dann kann es am anderen Ende zur Systemblockade kommen. Letzte Kohljahre, SPD und Grüne hatten, ich glaube, von 16 Landesregierungen, damals 14 in ihren Händen, konnten jedes, auch jedes normale Gesetzgebungsverfahren stoppen und taten das auch, um der Öffentlichkeit kundzutun, die Kohlregierung bringt überhaupt nichts mehr zustande. Dass man selbst alles, was gegangen wäre, kunstvoll im Bundesrat stoppte, musste man ja nicht öffentlich sagen. Es reichte, wenn ein paar Politikbeobachter das erkannten, aber die galten dann als Parteigänger von den Schwarzen und waren folglich nicht ernst zu nehmen. Zwischen Systemblockaden, auch taktisch herbeigeführten, und dem Durchregieren von starken Parlamentsmehrheiten oszilliert Demokratie. Und das ist nun mal so, weil man den Wählern nicht vorschreiben darf, welche Mehrheiten er der politischen Klasse beschert. Und weil man vom Politiker nicht erwarten soll, dass sie taktische Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, nicht nutzen. Es wäre auch Lafontaine ganz schön bescheuert gewesen, wenn er Kohlsche Politik über den Bundesrat in die Praxis umgesetzt hätte, sodass 98 bei der Bundestagswahl der Kohl hätte sagen können, wieso Politikblockade? Alle wesentlichen Reformgesetze haben wir gemacht. Die SPD hat sogar zugestimmt. Wieso soll die jetzt regieren? Es reicht, wenn sie weiterhin zustimmt. Und weil es nun mal so ist, dass man die taktische Nutzung institutioneller Möglichkeiten zu eigenen Zwecken und seien es Verhinderungszwecke einem nicht verbieten kann, auch nicht soll, denn Politik ist ein Taktikspiel. Und weil man den Wählern nicht vorschreiben kann, welche Mehrheiten sie wählen dürfen und welche nicht, oszilliert in Demokratie. Und wer eine große Mehrheit hat, der neigt zur Arroganz der Macht und folglich zum Verzicht auf Lernen wollen und zur Lust darauf, Opposition auszugrenzen und nicht ernst zu nehmen, ruiniert also ein System zumindest einige Jahre lang. Wenn aber ein System in Blockade gerät, dann entsteht seitens der Bürger der Eindruck, mit dem ganzen System ist was falsch. Statt dass das System Probleme löst, krebst es nur um sich selbst. Die politische Kaste ist nur an sich selbst interessiert, nicht am Lösen von Problemen, alle weg. Die Probleme des Systems sind unlösbar, das System ist das Problem, es braucht wieder mal einen starken Mann. Ja, wenn es so weit kommt, hat Demokratie auch zu wenig gekonnt. Zweitens, die große Chance von Demokratien, missliebige Regierungen friedlich loszuwerden, die läuft dann ins Leere, wenn die Installierung effektiver Regierungen gar nicht mehr gelingt. Wenn zwar irgendjemand regiert, aber auch nicht effektiv regiert. Das war so in der zweiten Hälfte der dritten Französischen Republik, weitgehend in der vierten Französischen Republik. In Belgien schafften die vor einigen Jahren über, glaube ich, 12 oder 13 Monate es nicht, eine Regierung ins Amt zu bringen. In Italien wechselten die Regierungen vor dem Systemkollaps in den frühen 1990er Jahren. Ja,
dann ist die Chance, durch eine Wahlentscheidung auf eine bestimmte Politik hinzuwirken, natürlich auch sehr reduziert. Irgendjemand regiert schon irgendetwas zusammen. Aber mit dem, was im Wahlkampf in Aussicht gestellt worden ist, hat das nichts zu tun. Und das heißt, Demokratie, um wirklich gut funktionieren zu können, braucht Mechanismen, die immer eine stabile Regierung zu installieren erlauben. Das kann so krude sein wie im Vereinigten Königreich, das kann so effektiv sein wie in der Bundesrepublik Deutschland mit gutwilligen Koalitionären. Aber wichtig ist, und die werden natürlich unterstützt durch die Institution des konstruktiven Misstrauensvotums, dass man eine Regierung also nicht einfach aus dem Amt kicken kann, ohne zugleich eine neue Regierung, die im Parlament eine Mehrheit hat, zu installieren, ohne die Chance, überhaupt nach einem Regierungssturz wieder eine stabile Regierung zu haben, läuft Demokratie mit ihrem Vorteil, Regierungen auswechseln zu können, ins Leere. Drittens und ganz unvermeidlich, Demokratie beruht auf Streit, auf Konkurrenz, auf Konflikt. Aber es ist nicht so, als ob in diesen Konflikten, von denen Pluralismus abhängt, alle die gleichen Chancen hätten, sich durchzusetzen. Interessen, die sich leicht organisieren lassen, wie das Interesse der Müllabfuhrleute, haben größere Chancen, sich durchzusetzen, als Interessen, die sich nicht leicht organisieren lassen. Etwa das Interesse von Studierenden an einer guten akademischen Ausbildung. Und Interessen, die konfliktfähig sind, also die nun wirklich Macht auf die Straße oder sonst wohin bringen können, wie etwa die Müllwerker, wenn sie im Sommer zu streiken geruhen, wenn es dann anständig stinkt, die haben größere Chancen als Leute, deren Interessen nicht konfliktfähig sind. Also, wer das Interesse hat, die deutsche Orchesterlandschaft auf ihrem international gigantisch hohen Niveau aufrechtzuerhalten, die hat wenig Chancen, in Konflikten zu bestehen. Denn wenn die Philharmonie von Jena oder die Elbland-Philharmonie beschließt, jetzt ein Jahr lang keine Konzerte zu geben, ja, mein Gott, damit beweist sie ja bloß, dass sie überflüssig sind, diese zwei Orchester. Bei den Berliner Philharmonikern wäre es wahrscheinlich etwas anders, aber die werden konfliktfähig dadurch, dass sie eine eingeführte Marke sind und dass ihre Dirigenten weltweite Spitzendirigenten sind, die dann auch was verlangen können. Wie Barenboim, freilich nicht bei den Berliner Philharmonikern, sondern bei der Lindenoper in Berlin, den kompletten Umbau der Lindenoper. So, dass es also nicht so ist, als ob in der Demokratie, eben weil es Freiheit gibt, sich in Konflikt einzulassen, bestmögliche oder gar faire Politikresultate erzielt würden. Demokratie kann sehr wohl die Macht der Reichen über die Armen in die Praxis umsetzen. Und in der amerikanischen Demokratie sind solche Züge ganz und gar unverkennbar. In der französischen Demokratie im Übrigen auch. Und je länger die deutsche Demokratie besteht, die ja aus Ruinen und Egalisierung durch Inflation hervorgegangen ist, je länger sie intakt besteht, umso größer werden auch bei uns die Ungerechtigkeiten werden, die sich dann in der Rekrutierung des politischen Personals widerspiegeln werden. Das heißt, Demokratie allein sorgt noch lange nicht für Gerechtigkeit. Dafür braucht es aktives staatliches Handeln. Obendrein gibt es grundsätzlich den Zielkonflikt zwischen Freiheit und Gleichheit, von dem ich schon mehrfach gesprochen habe. Zur Freiheit gehört die Freiheit, unterschiedlich zu sein. Und wer Gleichheit herbeiführen will, der kommt um Zwangsmaßnahmen nicht herum. Und da einen Kurs zu steuern, der plausibel ist, der funktioniert, der auch mit moralischen Maßstäben kompatibel ist. Das ist nicht leicht. Meistens gibt es so ein typisches Oszillieren. Zu manchen Zeiten geht man mehr auf Gerechtigkeit aus, dann merkt man, naja, Gerechtigkeit, verstanden als soziale Gleichheit, führt zu gigantischen staatlichen Transferleistungen, die müssen aus dem Steueraufkommen oder aus dem Sozialabgabenaufkommen getätigt werden. Das stranguliert die Wirtschaftstätigkeit. Am Schluss finanzieren wir bloß mehr und mehr Arbeitslosigkeit, wodurch die Gesellschaft erst recht ungerecht wird. Dann schlägt das Pendel um. Wir müssen sozusagen mehr auf Unternehmerfreiheit ausgehen und wenn dann die Gleichheit der Arbeitnehmer ein Stück weit flöten geht, manche haben eine feste Stelle, manche haben Zeitverträge, manche
handeln sich von Praktikum zu Praktikum, von befristeter Anstellung, von grundlos befristeter oder unbegründet befristeter Anstellung zu unbegründet befristeter Anstellung. Mein Gott, wenn es der Wirtschaft und dem Staate dient, soll uns das auch recht sein. Die Zeche bezahlen ja eh jene, die sich erstmal ins System hineinarbeiten müssen. Und irgendwann merkt man, so geht es auch nicht, das ist ungerecht. Und die Wählerströme bauen sich um und dann wird es wieder korrigiert. Das ist das typische Oszillieren für Politikzyklen in Demokratien. Das nächste Problem von Demokratie ist eines, was unscheinbar klingt, aber nicht unscheinbar ist. Es verlangt so ein komplexes System wie Demokratie Bürger, die wesentlich kompetenter sind und wesentlich gutwilliger sind, als man sie von Staats wegen hervorbringen kann. Von Staats wegen lässt sich schlecht darauf hinwirken, dass Leute sich überhaupt für Politik interessieren. Von Staats wegen lässt sich schlecht darauf hinwirken, dass Leute nicht nur an den Schulen eine grundsätzliche Landkarte von Politik vermittelt bekommen, sondern sich auch bei aktuell anstehenden Entscheidungsfragen, etwa bei Fragen, die bei Wahlen anstehen, sachkundig machen und nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Und von Staats wegen lässt sich schwer darauf hinwirken, dass die Bürger bereit sind, auch politischen Gegnern zuzuhören, statt einfach zu beschließen, die und die, die wollen wir nicht. Folglich sprengen wir deren Veranstaltungen und sorgen dafür, dass sie nirgendwo mehr Wahlveranstaltungen, Parteiversammlungen und so weiter machen können. Und wenn das nicht reicht, ja mein Gott, da muss man ab und zu ein paar Pflastersteine in die Fenster von deren Büros werfen oder ein paar Farbspuren, es können auch Duftspuren exkrementartiger Substanzen sein, an deren Büros anbringen und vielleicht kann man mal das eine oder andere Autorennen von denen abfackeln. Dann werden die sich vielleicht überlegen, ob sie dies und jenes weiter noch vertreten. Das ist nicht gerade das Zelebrieren politisch guten Willens. Aber ohne guten Willen wechselseitiger Art entsteht aus Streit nichts Gutes. Zumindest braucht es so viel guten Willen, dass man sich bemüht herauszukriegen, was will denn der andere? Welche tatsächlichen Gedanken verbergen sich hinter einer Sprache, die mir ganz blöd und abwegig und fremdartig vorkommt? Was bringt den zum Ticken? Und wenn das, was ihn zum Ticken bringt, in eine Richtung führt, die ich für fatal halte, wie könnte ich bei der Tickerei von dem irgendeine Strippe ziehen, einen Knopf drücken, ein Rad entfernen oder hinzufügen, das den in die richtige Richtung bringt? Ohne guten Willen entsteht aus Streit kein Gemeinwohl. Aber diesen Bürger kann man zwar in politischen Bildungstexten beschreiben, ihn erzwingen kann man nicht. Wenn jemand sagt, wenn jemand schon lange Haare hat und links tickt, dann raucht er wahrscheinlich auch noch Rauschgift und studiert Soziologie. Im schlimmsten Fall verbunden mit Politologie. Den Menschen kann ich nicht ernst nehmen. Und ehrlich gesagt, so war es zu meiner Studentenzeit, als ich lange Haare hatte, Soziologie und Politologie studierte, freilich mein Rauschgiftkonsum sich im Wesentlichen auf Alkohol beschränkte. Heute sind die entsprechenden Ausgrenzungskriterien wie jeder weiß andere. Aber die Geisteshaltung dahinter ist die gleiche. Und sie ist keine, die mit Demokratie gut zusammengeht. Dann klingt vielen Demokraten Demokratie danach, dass es natürlich das Volk gibt und das Volk hat einen Willen und schon Rousseau hat beschrieben, wie aus den unterschiedlichen Willen der selbstsüchtigen vielen der Gemeinwille entsteht. Und diesen Gemeinwillen, die Volonté générale, das ist die Leitschnur von Demokratie. Es kommt darauf an, den wahren Willen des Volkes zu erkennen und wer den wahren Willen des Volkes erkennt und durchsetzt, der ist der Verkörperer und Verwirklicher der Demokratie. In Wirklichkeit gibt es sowas wie den Volkswillen gar nicht. Es gibt unterschiedliche Willensbekundungen von unterschiedlichen Leuten im Volk. Manche mit mehr Anhängerschaft, manche mit weniger. Der Volkswille in Anführungsstrichen ist obendrein fehlbar. Bloß weil von 100 Millionen, 80 Millionen etwas Bestimmtes wollen, muss das, was sie wollen, nicht richtig sein. Es gibt keine Korrelation der Gestalt, dass wenn viele Leute etwas wollen, das der Beweis dafür, dass das, was sie wollen, auch richtig ist. Das Einzige, was man mit einiger Plausibilität annehmen kann, ist, dass wenn man ergebnisoffene, faire Diskurse organisiert und niemanden aus solchen Diskursen ausgrenzt, wenn man daran festhält, dass man sich an Fakten und nicht an beliebigen alternativen Fakten zu orientieren hat,
dass man die Vernunft zur Leitschnur des Arguments machen muss und nicht das Gefühl, dann steigt die Chance, dass man wenigstens die gröbsten Fehler rechtzeitig entdeckt. Aber es steigert noch lange nicht die Chance, dass das Richtige getan wird. Es steigert nur die Chance, dass der gröbste Unsinn entdeckt und womöglich vermieden wird. Und obendrein ist der Volkswille verführbar. Man kann Leute manipulieren. Jetzt muss ich nicht auf die großen totalitären Beispiele eingehen. Allein schon das Internet mit seiner Selbstbezüglichkeit in Echokammern und Filterblasen, wo man stets das Gleiche hört, weil auch die Suchalgorithmen auf Facebook und auf Google einem immer mehr von dem liefern, wonach man gesucht hat. Sodass man subjektiv des Eindrucks ist, ich habe ein sehr weit gefächertes Informationsverhalten. Man begreift gar nicht, wie kanalisiert es schon ist. Jene Leute, die lebenslänglich nur, sagen wir mal, das Neue Deutschland lesen oder die Süddeutsche Zeitung, weil alles andere ja nicht stimmt oder die Taz oder was auch immer, die haben einen genauso verengten Korridor wie jene Leute, die sagen, ich lese nur die Junge Freiheit oder die Preußische Allgemeine, nicht nur, weil dort die alte Rechtschreibung praktiziert wird, sondern dort steht die Wahrheit drinnen. Das, was die Süddeutsche Zeitung oder die Taz oder die FAZ nicht bringt, da steht es drinnen, da bin ich dann objektiv informiert. Alle Leute, die so argumentieren, haben einen Knall. Sie lassen sich verführen, ohne dessen gewahr zu werden. Und aus dem Argument, die öffentlich-rechtlichen Medien sind alle linksgrün, nicht versifft, sondern geführt, und desinformieren folglich die Bevölkerung, kann man doch mit einiger Logik nicht folgern, dass folglich genau das Gegenteil dessen, was in den öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wird, das Richtige sei. Das ist Selbstverführung durch Multiplikation des Seienden mit minus eins sozusagen. Der Volkswille, den es ohnehin nicht gibt, ist fiktiv, er ist fehlbar, er ist verführbar und dennoch gründet alle Demokratie im Appell an ihn. Die Leute draußen im Lande wollen. Der Wähler hat uns folgenden Auftrag gegeben. Das sind Sprechblasen, die ihrerseits sozusagen sekundäre Volksverdummung betreiben. Denn den Mann draußen im Lande gibt es nicht. Es gehört auch die Frau draußen im Lande dazu. Und der schwäbischen Hausfrau gesellt sich dann der brandenburgische Hausmann natürlich auch hinzu. Ein nächstes Problem, das mit Demokratie, wo immer sie länger besteht, unweigerlich einhergeht, ist, dass man ja an Wahltagen eigentlich gewinnen will. Und dass jeder Politiker damit rechnet, dass man dann gewiss nicht gewählt wird und gewinnt, wenn man den Leuten liebgewordene Besitzstände wegnimmt. Wenn man den Beamten ihr Weihnachtsgehalt kürzt oder die Rente um einen nennenswerten Betrag reduziert oder wenn man die Zuschüsse für Kommunen reduziert, dann wird wahrscheinlich dort, wo das fühlbar wird, nicht gerade die Bereitschaft steigen, bei der eigenen Person oder Partei das Wahlkreuz zu setzen. Umgekehrt, wenn ich der von mir erreichbaren Wählerschaft schöne Dinge in Aussicht stelle, wenn wir in die Macht kommen, führen wir nicht nur den Mindestlohn ein, den haben wir inzwischen, er wird verdoppelt. Wenn wir in die Macht kommen, entlasten wir alle Leute mit einem Einkommen unterhalb von 4.000 Euro monatlich. Wenn wir an die Macht kommen, geben wir Milliarden mehr aus für dies und jenes und das, wovon ihr alle profitiert. Weil das erfahrungsgemäß so häufig funktioniert, bauen viele politische Geschäftsmodelle, also Strategien von Parteien, darauf auf, die Leute durch infrastrukturelle und soziale Wohltaten zu beschenken und geneigt zu machen. Das heißt, Demokratie, die um den Wähler buhlen muss, wird leicht zur Gefälligkeitsdemokratie. Wahlgeschenke hieß das früher. Und es gehörte früher zu den politischen Übungen, die wichtigsten oder kostspieligsten Wahlgeschenke, nachdem man die Wahl gewonnen hatte, gleich wieder einzusammeln. Der typische Trick besteht darin, die Opposition verspricht, wenn wir in die Macht kommen, senken wir die und die Steuern, erhöhen wir die und die Transfereinkommen. Und deswegen wird man gewählt, dann kommt man an die Macht. Und dann sagt man, ja, das ist unser Programm, das wollten wir auch. Aber als wir die Kassenbücher der abgewählten Regierung übernahmen,
Da merken wir, dass die Staatsfinanzen in einem wesentlich schlechteren Zustand waren, als wir uns das auch nur vorstellen konnten. Und deswegen, leide ihr Wähler, können wir die Steuern nicht senken. Und können wir euch die und die sozialen Wohltaten nicht geben, aber die Schuld liegt nicht an uns, dass wir unsere Wahlversprechen brechen würden. Die Vorgängerregierung war es. Sie hat uns geplünderte Staatskassen hinterlassen. In halbwegs reifen Demokratien ist das Spiel dann schon mehrfach gespielt worden, da verfängt es nicht mehr so leicht. Dann kann es sogar sexy werden, im Wahlkampf ganz bewusst auf Steuergeschenke zu verzichten. Und zu sagen, ihr Wähler, wenn ihr uns wählt, erwartet euch zunächst nichts, außer, dass ihr endlich ehrlich regiert werdet. Wenn wir in die Macht kommen, dann zieht wieder Anstand in die Staatskanzlei ein. Und in den Ministerien werden wir uns bemühen, die Ausgabenstrukturen so umzuschichten, dass nicht die Großen, sondern die Kleinen oder irgendwie anders davon profitieren. Na ja, und damit kann man dann kommunikativ viele Jahre lang gut umgehen. Demokratie neigt zur Gefälligkeitsdemokratie, insbesondere wenn Knete da ist. Und ich meine, dass in Deutschland inzwischen über die Hälfte aller Staatsausgaben, Kommunen, Länder und Bund, über die Hälfte, ungefähr 51%, in die Sozialetats geht, hat natürlich genau damit zu tun. Wäre man hier im Kabarett und noch dazu zynisch gesonnen, würde man sagen, hinter dem Sozialetat versteckt sich zu einem großen Teil die Bestechung des Wählers. Und dann leuchtet ein, warum der Sozialetat steigt und steigt, weil man immer mehr Bestechungsgelder dafür aufzubringen hat, im Wettbewerb mit anderen, die dem Wähler Wohltaten geben wollen, den Wähler dazu zu bringen, meine Firma zu kaufen oder zu wählen und nicht die des Konkurrenten. Obendrein zwingt der Wiederwahlmechanismus, wer sein Amt hat, muss sich nach bestimmter Zeit einer Wiederwahl stellen, wenn er das Amt behalten will. Folglich kommt er ohnehin nach einer bestimmten Zeit aus dem Amt. Entweder weil er sich der Wiederwahl nicht stellt, wie Präsident Johnson, oder weil er verliert, wie Präsident Carter, oder weil er sich eh nur einmal der Wiederwahl stellen kann, wie es das amerikanische Präsidentschaftswahlsystem seit dem Zweiten Weltkrieg vorsieht. Der Wiederwahlmechanismus zwingt dem politischen Handeln relativ kurze Zeithorizonte auf. Ich als amerikanischer Präsident weiß, nachdem ich gewählt bin, habe ich 2 Jahre. Dann kommen die Midterm-Elections. Dann habe ich nochmal 2 Jahre und dann habe ich meine eigene Wiederwahl. Dann habe ich wieder 2 Jahre, das sind die nächsten Midterm-Elections. Und die letzten 2 Jahre kann ich eh nichts mehr reißen, weil jeder weiß, dass meine Amtszeit zu Ende geht. Und folglich ich eine unwichtige Figur geworden bin. Eine für die Zukunft unwichtige Figur. Es ist aber nicht so, als ob die politischen Probleme deswegen auch kürzere Zeitspannen ihrer Entwicklung und Lösbarkeit annehmen, bloß weil ein System sich eine Demokratie zugelegt hat. Politische Probleme behalten ihre langen Zyklen. Lediglich das demokratische Steuerungssystem legt über die langen Problemzyklen kürzere Aktivitätszyklen. Und je nachdem, wie populistisch, demagogisch auf der einen Seite oder verantwortungsvoll, riskant, Führungspositionen riskieren, politische Führer mit diesem Missverhältnis zwischen der langfristigen Zyklizität von politischen Problemen und den kurzen Zyklen politischer Problemlösungskompetenz umgehen, davon hängt ab, wie gut eine Demokratie in der Praxis funktioniert. Hier ist auch der Sitz des Vorschlages, die Wahlzeit der Parlamente zu verlängern. Denn ein Bundestag, der für 4 Jahre gewählt wird, ja, der hat ja bloß 2 Jahre Zeit zum Arbeiten und bräuchte 3, darum Verlängerung der Wahlperiode auf 5 Jahre. Naja, das grundsätzliche Problem ändert sich dadurch nicht. Der Bürger bekommt nur weniger Gelegenheiten, durch seinen Wahlzettel auf Politik Einfluss zu nehmen. Und ich meine, dieses Argument, das in Deutschland so populär ist, würde kaum ein amerikanisches Mitglied des Repräsentantenhauses gelten lassen. Die wissen genau, sie haben das On hier, wo Wahlkampf ist, und das Off hier, wo sie Politik machen können. Und das ist der Zyklus dann, einjährig. Wenn man schon längere Wahlperioden macht, müsste man zumindest plebiszitäre Instrumente einfügen, sodass während 5 Jahre Legislaturperiode man auf Politik trotzdem Einfluss nehmen kann. Obendrein, Mehrheiten, die es einmal gibt, die muss es nicht ständig geben. Koalitionen können zerfallen, wenn sie übergroß sind oder wenn sie
zu viel Gegnerschaft zusammenbringen oder wenn neue Probleme auftauchen, über die keine Einigkeit zu erzielen ist. Und selbst kleine Regeländerungen können das Bilden von Mehrheiten verändern. Schauen Sie, in Deutschland steht inzwischen in den Koalitionsverträgen grundsätzlich drinnen, dass man bei Abstimmungen nicht die Stimmen des politischen Gegners in Anspruch nehmen wird. Und das heißt auf Hochdeutsch übersetzt, der kleinere Koalitionspartner hat immer ein Vetorecht. Oder wenn die Mehrheiten knapp sind, jene 3, 4 Abgeordneten, auf die es ankommt, haben Vetomöglichkeiten. Im neuen nordrhein-westfälischen Landtag, wo die neue Regierung mit einer Stimme Mehrheit regieren wird, hat jeder Abgeordnete die Vetomöglichkeit. Und das macht stabile und berechenbare Politik etwas schwierig. Umgekehrt zeigen politische Erfahrungen, wenn klar ist, dass es ziemlich viel Mannschaftsdisziplin braucht, strengen sich politische Führer auch ganz anders an, Abgeordnete von ihrer Politik zu überzeugen. Und dann steigt die Disziplin sogar weit über das Maß an, das man hat, wenn eine Partei eine absolute Mehrheit hat. So, das sind die Vorteile von Demokratie und die Nachteile. Und Sie sehen, die Nachteile, die Probleme, die sind auch nicht gering. Unterm Strich scheinen, wenn man sich Demokratie leisten kann, ganz offenkundig die Vorteile zu überwiegen. Berechnen wir nun mal so oder vergleichen wir mal die Kosten und Nutzen von Demokratie, indem wir sie gegeneinander halten. Und hier gibt es einige Streitpositionen, die mit den großen politischen Richtungen gut zusammengehen. Der typische Konservative, der sagt, naja, unsere Vorfahren waren zwar skeptisch in Bezug auf Demokratie, aber eigentlich hat sich das Zeug bewährt. Wenn Demokratie einmal da ist und funktioniert und sorgfältig gepflegt wird, dann ist Demokratie genau das, was wir konservieren wollen. Hierhinter steht die typische Haltung von Konservativen, sie kann man nennen Respekt vor der Eigenlogik der Wirklichkeit. Wie ungeschickt oder geschickt auch immer ausgedrückt, die klassische, die typische konservativen Haltung ist die, da ist die Wirklichkeit, die ist kompliziert genug, wenn wir halbwegs mit ihr zurechtkommen, können wir schon zufrieden sein, lasst uns bloß nicht allzu viel in der Welt da draußen rumfuschen. Mediziner reden auch von einer konservativen Zahnbehandlung, wenn sie nicht gleich ziehen, sondern irgendwas anderes machen. Oder minimalinvasiv, auch das ist eine konservative Position. Die Gegenposition vertreten sozusagen Visionäre, die eine Vision haben von Gesellschaft, die überzeugend ist und auf diese Vision hin muss Gesellschaft gestaltet werden. Es sind tatsächlich Visionäre, die vieles Wichtige bewegen. Denn hätten nicht Leute die Vision gehabt von allgemeinem Wahlrecht und von Demokratie, hätten wir das alles wahrscheinlich heute noch nicht. Konservative müssen immer erst einmal überzeugt sein, darum schrittweise das Zeug einführen. Das Wahlrecht, ja schon, aber bloß für die Besitzenden, weil die haben auch ein echtes Interesse am Funktionieren des Staates. Naja, wenn schon nicht nur die Besitzenden, sondern alle, ja, aber dann bitte bloß die Männer, weil die Männer, die kommen mit der Sphäre der Politik in Kontakt über Wehrdienste und weil sie sich auch politisch betätigen, der Horizont der Frau reicht nicht so weit und folglich Finger weg vom Frauenwahlrecht. Und Konservative heute, bitte keine plebiszitären Instrumente, die haben wir auf Bundesebene noch nie gehabt, sind wir froh, dass unsere repräsentative Demokratie funktioniert, wollen wir sie nicht in Gefahr bringen, indem wir solche Sachen wie Volksabstimmungen über Gesetze einfügen. Also, wenn Demokratie einmal da ist und funktioniert, dann ist sie gut, aber an der Demokratie gibt es auch einige Probleme, weil eben immer Mehrheiten gebraucht werden und diejenigen, die die meisten sind, meistens nicht die allergebildetsten, die allertüchtigsten sind, führt die Demokratie dazu, dass sich sozusagen die Politik so nach unten nivelliert. Statt auf Elite zu machen, bauen wir Eliteförderung ab, wir investieren in die Breite, aus der entsteht aber dann nicht genügend an Intelligenz und Vorandrängern, an neuer Technik und so weiter. Folglich, das ist problematisch, da gehen wir nur in kleinen Schritten mit. Und zugleich, typisches konservativen Argument, Demokratie neigt dazu, über vernünftige Grenzen hinauszugehen, weil Demokratie einmal da, eine so überzeugende Idee ist, will man dann Demokratie überall einführen. Demokratie nicht nur im Staat, sondern auch in der Wirtschaft und in der Schule, ja sogar in der Familie.
Warum soll nicht 5 Kinder 2 Elternteile überstimmen können bei der Frage, wo es in Urlaub hingehen soll? Denn nur wenn man in der Familie Demokratie einübt, wird man sie später im Staat können. Solche Argumente gibt es im Übrigen ab und zu, aber Gottlob nur von ein paar. Der typische Liberale geht mit Demokratie wie folgt um. Er sagt, naja, schön an Demokratie ist grundsätzlich ihre Basis, nämlich offener Meinungsstreit, Konkurrenz bei der Auswahl der Bewerber und politischer Ämter. Genau dafür stehen wir als Liberale. Wettbewerb, Konkurrenz, die Besten setzen sich durch, toll. Aber, und da kommen dann Liberale mit Konservativen gut zusammen, es entsteht zu viel Gleichmacherei. Die sind mir doch glatt böse, weil mein Unternehmen so gut läuft. Die haben mir doch glatt einen Betriebsrat in meine Fabrik gesetzt. Die wollen doch in meiner Gesellschaft glatt Mitbestimmung durchführen. Die zetteln glatt Streiks bei mir an. Die wollen über meine Investitionspläne mitbestimmen, diese Arbeiter in meinem Betrieb. Furchtbar. Tja, und außerdem, wir sollen größere Teile unseres Geldes an den Staat abgeben. Achtung, da haben sich die Vorstellungen auch verschoben. Noch im Kaiserreich galt ein Steuersatz von 15% als enteignend. Wenn ich es recht im Kopf habe, hat die Linkspartei beim letzten Parteitag für Gutverdienende, also so 1 Million aufwärts im Jahr Einkommen, einen Spitzensteuersatz von 70% gefordert. Verstehen Sie, welches Denken, wie sich das Denken verändert hat? Bei Liberalen ist das Denken das, was ich mir erarbeite, gehört mir. Als Solidarität gebe ich anderen ab. Am Ende aber steht die Vorstellung, eigentlich gehört mir nichts, denn meine Lebensleistung, meine Jahresleistung kann doch nicht 1 Million Euro wert sein. Ich habe bloß Glück, dass ich 1 Million Euro kriege. Ich bin es nicht wert. Folglich gehört mein Geld, also in Anführungsstrichen, der Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat jedes Recht, sich von dem, was ihr eigentlich gehört, das zu nehmen, was sie braucht. Und ich kann doch bitte froh sein, wenn wir von meiner 1 Million, die ich im Jahr verdiene, noch 30% bleiben. Merken Sie, wie sich dann das Denken verändert. Der klassische Liberal sagt, nö, das alles geht nicht und darum wollen wir das nicht. Wir kommen zum typischen Linken. Der typische Linke ähnelt dem Liberalen, weil auch er sagt, offener Meinungsstreit ist gut. Je nachdem, wie weit sozusagen ideologisch geprägt ein Linker ist, würde er sagen, es gibt dort bestimmte Grenzen des Sagbaren, des Denkbaren, bestimmte Grenzen, mit wem man sich an einen Tisch setzen darf, wessen Demonstrationen man akzeptieren darf und so weiter. Aber ansonsten, solange wir auf ungefähr einer Gesamtlinie sind, ist Meinungsstreit offen. Konkurrenz bei der Auswahl der Bewerber und politischer Ämter ist auch gut. Und das ist natürlich auch die Schnittmenge zu allen anderen. Aber, und so geht das typisch linke Argument in Demokratiesachen weiter, mit der Demokratie wurde gerade erst einmal begonnen. Das, was wir haben, ist die Demokratisierung der Politik. Aber eigentlich kommt es darauf an, Achtung, wir sind wieder bei den Eingangsbemerkungen, Demokratie als gesamtgesellschaftliche Lebensform zu ermöglichen. Demokratie soll mehr sein als eine politische Methode, Schumpeter lässt grüßen. Demokratie ist eine Lebensform, in der Freiheit durch Partizipation sich verwirklicht. Wir müssen die Gesellschaft demokratisieren. Was heißt das? Jedes wirtschaftlich tätig, wir müssen Wirtschaft demokratisieren. Jeder durchläuft einen Bildungsgang, wir müssen die Bildungsinstitutionen demokratisieren. Und dann fällt noch vieles ein. Bloß an die Demokratisierung des Sportes wurde eigentlich noch relativ selten gedacht, obwohl man das so auf den Spitzenregionen tatsächlich mal machen sollte. Also mit Demokratie wurde es begonnen, sie steht am Anfang, aber noch nicht am Ende. Und da kommen natürlich Linke den Konservativen in die Quere, weil Konservative sagen, jetzt haben wir gerade mal eine funktionierende Demokratie, setzt das doch bitte nicht durch riskante Experimente aufs Spiel. Und Liberale werden sagen, naja, wir können vielleicht die Gesellschaft noch ein bisschen weiter liberalisieren, aber bitte nicht die Wirtschaft. Bitte nicht die Wirtschaft. Dann kommen die typischen Grünen. Grundsätzlich ist Demokratie gut, weil offene Meinungsstreit, Konkurrenz bei der Auswahl der Bewerber. Es muss halt bloß Quotierung geben, das ist klar. Also bei der freien Auswahl müssen Männer und Frauen gleichberechtigt da sein, klar, aber das ist selbstverständlich. Aber und so lange Zeit das grüne Argument, das sich mit dem Selbstverständlichwerden von grüner Regierungsmachtausbildung immer mehr abgeschliffen hat, aber zu den Zeiten, als die Grünen noch als Antiparteienpartei, als Antisystempartei auftraten in den 80er Jahren, da war es extrem ausgeprägt. Das Problem mit der Demokratie ist, dass sie eigentlich bei uns nur als repräsentative Demokratie ausgeprägt ist.
Die eigentliche Demokratie hat basisdemokratisch zu sein. Die Betroffenen hören, den Betroffenen Einfluss geben. Deswegen kein Berufspolitikertum, sondern am Anfang bei den Grünen nach 2 Jahren im Bundestag rotiert man aus dem Parlament, um den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Deswegen keine Verbindung von Parteiamt und Parlamentsmandat, dass man nicht in der Partei Macht aufbauen kann, die einen als Inhaber eines Parlamentsmandats dann vor basisdemokratischen Mitgestaltungsansprüchen schützt. Und deswegen auch Volksabstimmung natürlich. Und obendrein ein grünes Argument, inzwischen auch abgeschliffen, wie das Basisdemokratie- und Volksabstimmungsargument. Die Demokratie funktioniert nach dem Mehrheitsprinzip, aber Mehrheit verbirgt doch nicht die Richtigkeit. Selbst wenn 80% der Deutschen die Nutzung der Kernenergie wollen, heißt es doch nicht, dass es richtig ist, die Kernenergie zu nutzen. Was können, was damals eine berühmte Formel war, was zählen 1000 matte Ja gegen 100 glühende Nein? Wenn jene, die Nein sagen, wissen, dass sie Recht haben, dass das, was sie tun, im langfristigen Interesse der Bevölkerung ist, ist es dann nicht ein Vergehen gegen gutes Regieren, auf das rein mechanische Mehrheitsprinzip zu setzen? Und bei der Debatte merken Sie allmählich, wie konventionalisiert inzwischen die Grünen geworden sind. Erst die nächste populistische Partei, die AfD, hat dann wieder Volksabstimmung als ganz wesentlich entdeckt. Und eigentlich gäbe es jetzt ein Zeitfenster, wo links und rechts und die Mitte zusammenkommen könnten und vernünftige Volksabstimmungen einführen könnten. Denn an den grünen Positionen ist ja alles richtig. Man muss schon auf die Basis hören, das ist der Leitgedanke von Demokratie. Und Volksabstimmungen sind ein sehr nützliches Mittel, um repräsentative Demokratie zu ergänzen. Aber an dem Fall sehen Sie, dass der alte Marx recht hatte, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und wenn man eigentlich seine politische Rolle nicht mehr von einer grundsätzlichen Oppositionsrolle her definiert, sondern von der Rolle als Mitregent und Mitgestalter, ja mein Gott, dann können einem doch nicht ein paar aufgewühlte Rechte mit Volksabstimmung in die Quere kommen dürfen, die das, was wir für richtig halten, populistisch kaputt machen. So, dann haben verschiedene Formen von Demokratie einige Vor- und Nachteile. Und tatsächlich ist es so, dass das Leistungsprofil von Demokratien sehr variiert mit der Form von Demokratie, die gerade eingerichtet ist. Plebiszitär, repräsentativ, präsidentiell, parlamentarisch, hybrid und so weiter. Im Einzelnen sind viele Zusammenhänge umstritten, weil der Gegenstand sehr komplex und sehr variabel ist. Der am besten gesicherte Befund aus der vergleichenden Demokratieforschung lautet: einfache Aussagen darüber, welche Form von Demokratie wozu führt. Einfache Aussagen sind meistens falsch, weil sie zwar im Kern Richtiges treffen, aber über die Rahmenbedingungen, unter denen das Zutreffen Behauptete wirklich auftritt, in der Regel nicht informieren. Darum muss man auch die einfachen Aussagen zur Kenntnis nehmen, aber sich zugleich Kontextwissen aneignen, und das macht den Umgang mit Demokratie eben schwierig. Die wichtigsten für die Frage, welche Form von Demokratie bewirkt was, die wichtigsten zu unterscheidenden Formen für diese Frage sind hier aufgegriffen und denen gehen wir nun nach. Mehrheitsdemokratien sind Demokratien vom Westminster-Typ. Also es gibt ein Mehrheitswahlrecht, kein Verhältniswahlrecht. Es gibt ein parlamentarisches Regierungssystem. Wer im Parlament eine Mehrheit zustande kriegt, so klein sie auch immer sei, darf regieren. Und es gibt keinen Föderalismus, also diese wichtige Form von vertikaler Gewaltenteilung ist absent. Da kann wirklich die Mehrheit durchregieren, was die Briten lange Zeit als das Schönste an ihrem Regierungssystem empfunden haben. Es gibt, um es technisch auszudrücken, in Mehrheitsdemokratien wenige Vetospieler. Wenige können den Inhabern der Regierungsmacht in den Arm fallen. Es gibt gute Möglichkeiten zum Durchregieren. So, und das alles ist ganz gut, wenn man stabile Regierungen bilden und die Stabilität von Regierungen sichern will. Da ist das britische System schwer übertreffbar. Solche Mehrheitsdemokratien sind gut, weil sie, je nachdem wie der Wähler wählt, relativ häufig Machtwechsel erlauben. Und Machtwechsel gehen in der Regel mit Innovationen einher. Die eine politische Richtung macht das, was der anderen aus den und den Gründen als falsch erscheint. Und darum macht man jetzt was anderes.
Und das ist unter dem Gesichtspunkt von Evolution von Systemen genau das Richtige. Es müssen immer wieder neue Ideen ins Spiel, bloß mit einer konservativen Haltung. Ja, nichts ändern und das Bestehende aufrechterhalten. Naja, da kann man was Gutes eine Zeit lang bewahren, aber wenn sich die Umweltbedingungen ändern, die Umstände ändern, wird man in einer Sackgasse landen. Mehrheitsdemokratien sind wunderbar bei Transparenz. Man weiß, wer regiert, man weiß, wer verantwortlich ist. Folglich kann man Politik auch gut bestrafen, das übt Leistungsdruck auf sie aus, man kann sie nicht verstecken, das ist alles gut. Ja, und weil bei Mehrheitsdemokratien völlig klar ist, wer wofür zuständig und verantwortlich ist, sind Mehrheitsdemokratien für mediale Präsentation von Politik ganz wunderbar. Da gibt es den Premierminister im Vereinigten Königreich und den Oppositionsführer und die können in den Schlagabtausch gehen. Und das macht dann Lust und Laune, je nachdem, wie beredt und pointenreich beide sind. Das ist alles gut und das ist auch schön, dass das gut ist. Weniger gut sind Mehrheitsdemokratien, weil sie nämlich auch schockartige politische Richtungswechsel herbeiführen können. Rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Eine Regierung verstaatlicht die Schwerindustrie, die nächste privatisiert sie wieder und die nächste verstaatlicht sie wieder. Ja, das sind lauter Transaktionskosten. Es entsteht eben, weil so eine Mehrheitsdemokratie so klare Mannschaftsbildung hat, hier die eine Mannschaft, dort die andere, weil sie so gut berichtbar ist und kommentierbar ist, weil dieses ganze Berichterstatten sozusagen über Pferdewettläufe, wer hat die Nase vorne, welches Pferd läuft schneller und schöner und besser, weil das so wunderbar mediengerecht ist, neigen Mediendemokratien zum Risiko von Politics without Policy. Alle politischen Prozesse laufen, Debatten und Erregungen und Wahlen, aber die Inhalte sind sekundär. Wer gewinnt, ist wichtig. Mit welchen Themen ist nur insofern wichtig, ob ein Thema zieht oder nicht. Ob das, was vertreten wird, stimmt oder nicht stimmt. Etwa beim Brexit, wen hat das interessiert? Der eine war dafür, der andere war dagegen und darüber konnte man berichten. Und die Frage, ob man wirklich als Vereinigtes Königreich pro Woche ein paar Millionen Euro einspart, wenn man ausgetreten ist, die war so ernsthaft nicht zu erwägen. Außerdem haben Mehrheitsdemokratien, weil es immer um das Ganze geht, das Risiko des Überziehens von Konfrontation, das Risiko, dass Konflikte vom Nullsummencharakter entstehen, also was der eine gewinnt, verliert der andere, wie beim Fußball, außer wenn es unentschieden ausgeht, das kann immer nur einer gewinnen. Und wenn einer gewinnt, hat der andere eben verloren. Wohingegen man bei Verhandlungssystemen meistens Win-Win-Situationen anstrebt, wo beide Teile oder alle Beteiligten einen Zugewinn von der gefundenen Lösung haben und nicht das, was der eine gewinnt, der andere verliert. Und Minderheiten können bei Mehrheitsregierungen sehr leicht ausgebeutet werden. Es kommt auf Minderheiten schlechterdings nicht an. Die Mehrheit steht, sie kann durchregieren. Überhaupt Einbindung von Minderheiten ist ein echtes Problem. Und die Konsequenz, wenn Politik gemacht wird, die zunächst nicht lernfähig genug gewesen ist, die Sichtweisen, die etwa den Administratoren von Gesetzen wichtig waren oder die den Betroffenen von Gesetzen wichtig waren, um deren Probleme die Verwalter, die die Gesetze ausführen, auch wissen, wenn man sich über deren Köpfe hinweg ans Gesetze geben und Politik vorschreiben macht, steigen die Vollzugskosten von Gesetzen. Ein sachwidriges Gesetz mit unmöglichen Formularen, Rechtsunklarheit, funktioniert in der Praxis nicht. Und Verwalter, und da gibt es schöne Studien dazu, machen dann meistens Revanche-Fouls. Man macht dann, auf Deutsch heißt es Dienst nach Vorschrift. Man wendet eine Rechtsnorm, eine Verwaltungsvorschrift nicht nach dem Geist des Gesetzes, sondern nach dem Buchstaben des Gesetzes an und übertreibt böswillig. Auf diese Weise kann man Politik auflaufen lassen. Im Parlament kann man sich zwar nicht durchsetzen, aber im Verwaltungsvollzug, da kann man zeigen, dass die Regierung sich zwar durchgesetzt hat, aber mit unsinnigen Inhalten. Und das kann man so weit steigern, dass sich öffentlicher Unmut aufstaut, den die Opposition dann aufgreifen kann. Ja, und dann geht es wieder in die nächste Wahl hinein. Das hat eigentlich mit gutem Regieren wenig zu tun. Gutes Regieren sollte auf Gesetze ausgehen, die in der Praxis funktionieren. Und den nicht gerade die Administration dazu verleiten, zu zeigen, dass das Gesetz schlecht war. Schauen wir auf nicht-majoritäre Demokratien, also auf Konkordanzdemokratien und Konsensdemokratien. Die Begriffe hatten wir längst eingeführt, ich erinnere nur daran. Konkordanzdemokratien nennen wir solche politischen Systeme, in denen es die normative Vorstellung, die Verfassungspraxis gibt.
dass Konflikte eben nicht entschieden werden sollen durch Parteienwettbewerb und Mehrheitsentscheid, sondern dass man Minderheiten einbeziehen sollte, durch Verhandlungen, durch Kompromisse, dass man alle zu Beteiligenden proportional zu ihrer Wichtigkeit an runde Tische holt oder in konzertierte Aktionen. Das heißt, in Konkordanzdemokratien beschafft man sich viele Vetospieler. Der Leitgedanke ist, wenn viele Vetospieler da sind und alle dazu gebracht werden, dann am Schluss doch an einem Strick zu ziehen, dann entsteht Politik, die unaufhaltsam ist, die auch als legitim gilt. Eine solche Politik ist zwar schwer hinzukriegen, wenn sie aber einmal da ist, wird sie von allen getragen oder von den meisten getragen und überlebt auch den nächsten Regierungswechsel. Solche Konkordanzdemokratien entstehen häufig bei Vielparteiensystemen mit Konfliktlinien, die einander überlagern, wo es etwa wie in Belgien den Sprachkonflikt und den religiösen Konflikt gibt, wie in den Niederlanden den Konflikt zwischen Flamen, Wallonen und der kleinen deutschen Minderheit, in den hinein dann die politischen Konflikte, Liberale, Sozialisten und so weiter hineinkommen. Da gibt es so viele unterschiedliche Sichtweisen und Akteure, dass es gar nicht anders geht, als die an einen Tisch zu holen, wenn überhaupt stimmige Politik entstehen soll. Bei Koalitionsregierungen vereinbart man, dass der kleinere Koalitionspartner ein Vetorecht hat, eben indem man im Koalitionsvertrag das Abstimmen mit wechselnden Mehrheiten ausschließt. Wenn Sie ein System haben, ein politisches System haben mit einem sehr symmetrischen Zweikammersystem wie in Italien, wo beide Parlamentskammern so gut wie die gleichen Kompetenzen haben, da braucht es stets Verhandlungen und da muss man sich auf Geben und Nehmen einlassen. Wenn Sie Föderalismus haben und Gliedstaaten mitregieren wie in Deutschland und der Wähler dazu neigt, den Bundesrat mit einer dem Bundestag gegenüber gegnerischen Mehrheit auszustatten, ja, dann brauchen Sie stets Verhandlungen zwischen den Parteiführern quer über alle Parteien und das führt zur Konkordanzdemokratie. Und wenn die Politik auf den einzelnen Politikfeldern stark verflochten ist, also das, was in der Sportpolitik gemacht wird, eng verflochten ist mit Infrastrukturpolitik, eng verflochten ist mit regionaler Förderungspolitik, ja, dann müssen Sie alle Betroffenen zusammenholen, damit das Ganze zusammenstimmt. Und wenn Sie Gesellschaften haben, die stark zerklüftet sind, wo es etwa Kriege gegeben hat, Religionskriege wie in Deutschland, Bürgerkrieg wie in Österreich, dann entsteht schon die Vorstellung, sowas wollen wir nicht wieder. Wir schauen, dass wir alles paritätisch unter uns ausmachen. Das war das Erfolgsgeheimnis der Zweiten Österreichischen Republik. Die erste endete erstens im Bürgerkrieg, dann in der faschistischen Machtübernahme. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die großen Parteien ÖVP und SPÖ sich vereinbart, sowas wollen wir nicht wieder, wir wollen aus der Situation der Feindschaft entkommen und darum machen wir eine große Koalition nach der anderen. Wir teilen alle Staatsämter, sogar die Lehrerkollegen, die Beamtenpositionen teilen wir auf. In meinen Studentenjahren war es noch ganz normal in Österreich zu sprechen von monokoloren Lehrerkollegien, wo alle der ÖVP oder der SPÖ angehörten und von bikoloren, also wo SPÖ und FPÖ und ÖVP-Lehrer da waren. Und dann wurde dann auseinandergesetzt, warum in einer Gemeinde die Sache monokolor, in der anderen aber bikolor ist. Und es war ganz normal, dass eigentlich Bikolorität, alle großen Parteien wirken zusammen, das Normale sei. Wie wirkt sich sowas in der Praxis aus? Es bilden sich informelle Netzwerke und die werden auch genutzt. Bevor man sich zu Besprechungen trifft, bei denen entschieden wird, macht man in Einzelgesprächen aus, was entschieden werden soll. Auf europäischer Ebene heißt das Ganze die Beichtstuhlgespräche. Wann immer die deutsche Kanzlerin, der aus verschiedenen Gründen diese Rolle seit Jahren zugefallen ist, in strittigen Themen eine Entscheidung bei den Staats- und Regierungschefs herbeiführen will, trifft sie sich mit allen der Reihe nach, um auszuloten, was sie wollen oder nicht wollen, trifft sich in zweiten Gesprächen, um mitzuteilen, was ging und was nicht ginge. Und wenn alle diese Beichtstuhlgespräche abgeschlossen worden sind, dann kann man sich wieder zusammensetzen und dann um 4 Uhr in der Früh dasjenige Ergebnis erzielen, das man bei besserem Willen um 9:30 auch schon gehabt hätte. Natürlich geht mit einem solchen Konkordanzsystem der politische Kuhhandel einher. Es gibt ein System des wechselseitigen Gebens und Nehmens. Wenn ich dir heute entgegenkomme, kommst du mir morgen entgegen. So funktioniert Politik. Was spricht dafür? Für Konkordanzdemokratien spricht, dass es einen wirklich wirksamen Minderheitenschutz gibt. Alle Minderheiten oder zumindest die relevanten Minderheiten sind einbezogen. Man kann die Gesellschaft wirkungsvoll integrieren.
Die Islamkonferenz, die Schäuble als Innenminister eingerichtet hat, ist ein erster Schritt zu einer Konkordanzdemokratie, wo muslimische Bevölkerungsteile, die sich sozusagen in erster Linie als muslimische Bevölkerungsteile verstehen wollen, dann vielleicht als Inhaber eines deutschen Passes, aber doch bitte nicht als Deutsche, wo diese auch eingebunden werden, und vielleicht wird das das Modell unserer Einwanderungsgesellschaft werden. Und insbesondere kann man Eliten wunderbar einbinden und aufeinander beziehen, also akkommodieren, wie das auf Fachenglisch heißt. Und dass Eliten in einer Gesellschaft gut miteinander können, gut kooperieren, ist die Voraussetzung dafür, dass nicht Eliten zur Polarisierung und am Ende in den Bürgerkrieg hineintreiben. Das ist sehr wirkungsvoll, und in Deutschland ist Konkordanzdemokratie ja nach dem 30-jährigen Krieg erfunden worden. Als die katholischen Reichsfürsten begriffen, man kann die evangelischen nicht besiegen und die evangelischen spiegelbildlich das Gleiche, und man dann folglich beschlossen hat, man arbeitet zusammen, keine Seite überstimmt im Reichstag die andere, und wann immer man sich nicht einigen kann, dann lässt man die Sache eben. Und wenn sie nicht gelassen werden kann, entscheiden die Katholen für sich und die Evangelien für sich, und keiner bestreitet die Legitimität solchen Verfahrens. Dagegen stehen natürlich gewaltige Transaktionskosten. Man muss unglaublich viel verhandeln, braucht unglaublich viel Zeit und Energie. Helmut Schmidt sagte mal, dass er den größten Teil seiner Arbeitszeit dafür braucht, Dinge, die sinnvoll sind, in Gesprächen und Verhandlungen durchzusetzen, und nur den kleinsten Teil seiner Energie darauf verwenden kann, vernünftige Politik zu ersinnen. Und das ist dann auch so. Das politische System hat eine reduzierte Reaktionsleistung, bevor nicht viele Leute, die ganz Unterschiedliches wollen, auf die gleiche Richtung gebracht sind. Lässt sich gar nichts machen, und wir sehen es immer im Zusammenwirken von Bundestag und Bundesrat in Deutschland. Die öffentliche Meinung hat einen verringerten Einfluss, weil ja natürlich solche Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden müssen, wo man sich nicht dazu verstehen darf, dass man über den Umweg der öffentlichen Meinung auf den anderen Einfluss nimmt, weil der blockiert dann. Und natürlich kann dann der Wähler wählen, was er will. Es sitzen immer die gleichen realen Machtträger miteinander zusammen in ihren Kugelrunden. Und dann läuft Demokratie irgendwann natürlich leer. So, das sind die Erscheinungsformen von Konkordanzdemokratie. Und gehen wir noch schnell die Folie durch. Gut ist das Ganze, wenn man Opponenten einbinden will in einen politischen Prozess, also um Legitimität zu steigern, das Risiko von Polarisierung und Konflikt zu vermindern. So kann man gespaltene Gesellschaftssysteme gut zusammenhalten, wie die Deutschen nach dem 30-jährigen Krieg, wie die Niederländer, wie die Belgier. So kann man Verteilungsprobleme einer Gesellschaft anders lösen, als dass der Gewinner eines Konflikts alles nimmt. So etwas nennt sich eine parochiale Lösung. Derjenige, der sich durchsetzen kann, nimmt sich alles. Aber das stiftet dann Unzufriedenheit beim Besiegten. Und wenn man das nicht will, muss man verhandeln. Und wenn man verhandelt über die Verteilung von knappen Gütern, kommt eben für jeden etwas raus. Weniger gut ist das alles, wenn rascher Handlungsbedarf besteht, dann ist die politische Problemlösungsfrist hinter den realen Problementwicklungen oft weit zurück. Wenn Politik größere Änderungen nehmen soll, weswegen Konservative meistens mit Konkordanzsystemen sehr gut zurechtkommen. Konservative wollen eh keine größeren Änderungen, weil sie sagen, das zu erreichen, was da ist, war eh schwer genug. Warum soll man etwas reparieren, was nicht wirklich kaputt ist? Aber wenn man größere Politikänderungen entweder will oder braucht, sind Konkordanzsysteme nicht so gut. Transparenz ist nicht sonderlich da, und folglich verliert auch der Wähler die Kontrolle. Und politische Verantwortung lässt sich dann schwer feststellen, schwer einfordern und schwer auch über den Wiederwahlmechanismus korrigieren. Sodass wir auf dieser Folie so wie oft sehen, dass es nichts in der Politik an Gutem gibt, wofür man nicht bezahlen muss. Und je nachdem, was für eine Gesellschaft man hat, welche Geschichten, welche Erfahrungen sie besitzt, fährt man besser mit einem Konkordanzsystem oder mit einem Majorzsystem, wie es das Westminster-System ist. Wenn Sie das alles gut aufgenommen und verdaut haben, hat die heutige Stunde ihren Zweck erfüllt. Tschüss, bis nächste Woche.